findest du den Code in jedem Raum. Wir spielen heute eine sehr, sehr krasse Escape Room Map in Roblox. Mit sehr, sehr krass gutes Video. Deswegen bis zum Ende, um zu sehen, ob wir entkommen oder nicht mit Blocks. Lasst ein Like und ein Abo dort jetzt. Viel Spaß. Hey, wo bist du, Kaspar? Hier drüben. Ja, hallo. Da bist du. Hey, ja, lass mal weiter. Hä? Was ist das denn hier? Wieso können wir nicht in den nächsten Raum reingehen? Gute Frage, ich weiß es auch nicht, aber wie kommen wir denn weiter? Ah, wir müssen hier Codes finden, um quasi den nächsten Raum zu betreten. Ah, ne? So. Okay, so Escape Room-mäßig. Guck mal, hier ist ein Code. Da, zwei, warte mal, diktier mal. 2604. 04, eingeben. Zugriff gewährt, wir kommen weiter. Okay, das das ist mega cool, muss ich sagen. Muss ich auch fragen. Jetzt hier, da, 1461, ist ja voll leicht. 1461. Okay, also die Codes zu finden sind auf jeden Fall echt noch richtig leicht. Aber ich glaube, es wird jetzt jedes Mal immer schwerer und schwerer. Ja, das glaube ich auch. Und am Ende müssen wir auch noch die krassesten Obbys machen und sowas, ne? Ja, okay, ich sehe schon, jetzt ist es schon ein bisschen schwieriger, ne? Okay, ich sehe da oben Room 3. Da steht ja 3 am Ende. Siehst du das auch? Meinst du, der Code ist einfach nur 3 vielleicht? Nee. Ah, hier ist er, an der Box dran. Ach da, 6082. Okay, dann. Okay, warte mal, 6. Genau. Ey! Ich hab nichts gedrückt, du hast dich selber vertippt. Gar nicht, so 6082. Okay, zack, Eingabe. Okay, und aufmachen. Ja! Sehr gut, gut gesehen, ey, das ist sag mal. Mega cool. Aber ich frag mich, ob die Codes dann nachher auch dann so versteckter sind. Ja, die werden versteckt sein. Irgendwelche Geheimräume, irgendwelche krassen Obbys. Hier sehe ich ihn. 5183 steht hier hinter. Wo ist der? Hier dahinter, ist an der Box da sozusagen. An der Wand. Okay, 5, dann 5183. Ja. Ey! Okay, 5183, okay. So, sehr gut, ja. So, dann macht die Weiter Tür auf jetzt geht's. Sehr gut. Oh. Also die Räume werden, siehst du auch, die werden noch immer größer und größer. Stimmt, ne? Stimmt, echt immer größer und immer schwerer. Okay, aber warte mal, hier. Safe wieder hinter einer Box irgendwo, oder nicht? Ja, oder warte mal, vielleicht auch hier unter oder sowas, ne? Oder hier. Oder sagst du was? Unterm Regal? Nee, auch nicht. Ich guck mal hier. Ey, das ist. Also das Ding ist, es muss ja eigentlich hinter so einer Box sein, oder nicht? Ja, safe, oder? Irgendwie in der Ecke oder sowas? Auch nicht. Muss man da hochklettern? Ja, ja, vielleicht muss man mal irgendwo. Oder mal hier so richtig um die Ecke gucken, kann man natürlich auch. Warte mal. Dem Regal hier? Siehst du da was oder was? Oben gucken? Ja, hier oben drauf. 6721. Oh mein Gott, Alter, okay. Das war jetzt schon ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Ja, vor allem, weil auch der Raum größer wird, ne? Ja, und wird dann nochmal größer. Ne, der ist ein bisschen kleiner, oder nicht? Hä? Vielleicht wirkt der auch nur kleiner wegen der Boxen. Warum sind, sind hier Äpfel? Einfach hier so. Ist der Code. 9304 an der Wand da einfach. Okay, 9304. Aber das wäre ja richtig leicht. Warum sind da einfach so Äpfel? Vielleicht. Oh mein Gott. Das ist doch ein Geheimnis. Hier ist eine Waffe. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Können wir jetzt hier. Ah, ich habe den Code direkt auf wieder. 3756. Ja, hinter der Box ist das ja immer easy, muss ich sagen, ne? Ja, das ist echt auf jeden Fall leicht, wenn die hinter der Box ist. Oh mein Gott. Hä, warum ist der Raum jetzt so? Warte mal. Ich weiß, was hier ist. Wieso? Hier. Was ist denn? Guck mal, diese Wand sieht anders aus. Das ist safe ein Geheimraum. Ach, die ist geheim. Oh mein Gott. Lol. Was? Oh mein Gott, guck mal, Obby auch noch. Guck mal. Jetzt müssen wir eine Obby machen, um da hochzukommen, oder was? Ja, und da oben steht safe der Code dann. Aua, Mensch, runtergefallen hier. Stimmt, du hast recht. 5114. Okay, das kriegen wir eigentlich hin, ne? Okay, ja, gut, das heißt so, Code. 5114 und eingeben. Sehr gut. Ah, das heißt, wir haben jetzt sogar gleich Geheimräume und sowas. Das ist sogar Labyrinth, oder was? Oh mein Gott. Nicht. Irgendwo muss der Code hier stehen. Guck mal ganz genau hin. Ja, guck auf jeden Fall jede Ecke rein. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich dachte gerade, da wäre eine Pistole schon wieder. Ist das irgendein Zeichen? Und guck mal. Also, du hast auf jeden Fall echt nicht so gut geguckt, muss ich sagen, ne? Wieso? Wo ist. Aha! 8648. Okay. Ja, okay, ja, okay. Na, ja, kannst du mal sehen. Okay. Jetzt sind wir schon bei den doppelten Zahlen. Raum Nummer 10. Oh mein Gott. Und guck mal, hier kann man rausgucken aufs Feuer. Meinst du, der ist hier in diesem Feuerraum da irgendwo? Denkst du, wir müssen irgendwie gucken, dass wir rauskommen mit irgendeinem Geheimweg jetzt hier? Wird schon Sinn machen, ne? Ja, stimmt. Warte mal. Guck mal, ob du irgendwo raus kannst. Ich guck mal nach. Ey, also jetzt sind hier echt viele Boxen, muss ich sagen. Alter, jetzt kann man da gefühlt auch gar nicht mehr hintergucken. Das ist nicht mehr so leicht. Ich sehe den Code 19 hier an der Box dran. 1934. Ach, lol. 1, das war 3, Ablenkung. 4. Das war Ablenkung. Hä, hey, das ist ja voll entspannt. Alter, so, doch nicht 11.000. Ey. Da hast du selber aufgedrückt. 1934. Okay, das ganze Ding geht auf und. Oh mein Gott. Da steht was. Code hier. Wir kommen aber nicht weiter. Doch. Ich glaube, wir müssen auf die Boxen rauf. Nee. Das ist ein Labyrinth. Hä? Wie bist du denn da jetzt da? Hier. Ah. Okay, warte mal. Ja. Ah. Hä? Ist hochgesprungen oder so? Nein, nicht. Ich bin nur ganz rechts außen. Ganz rechts außen. Ganz rechts außen. Da jetzt. Oh. Und jetzt? Oh Gott. Warte mal.
Ist locker. Hier durch, hier durch. Ja, hier lang. Und jetzt hier durch. Oh mein Gott, ich hab's. Okay, oh mein Gott. Wo ist der Code? Ich guck mal rein hier. Und der ist anscheinend innen drin. Hä? Wo denn hier? Da, oh mein Gott, auf der anderen Seite. 9538. 9538, okay, das kriegen wir hin jetzt hier. 9538. Auf einmal musste man da so ein unsichtbares Labyrinth machen, ne? Ja, das sah auf jeden Fall echt schwierig aus, muss ich sagen, ne? Ja, ich sag dir, das ist Kamera Raum 11. Was ist denn das jetzt hier für ein großer Raum? Oh, Alter, der ist ja riesig, aber warte mal, pass auf, da ist der Schluck. Aber locker ist, ich wusste es, 0362, das ist einfach hier. Wo soll der? Ach, da unten, Leute. 0362, der war ja richtig leicht, muss ich sagen. Der war echt mega, mega easy. So, durch hier. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Der Parkplatz, warte mal, ich sag dir, er ist hier oben drauf. Ist da oben drauf, du sagst es oben drauf, auf der Box oben drauf. Oder unter einem Auto oder auf der Felge irgendwo. Auf der Felge, safe irgendwo. Nee, auf der Felge nicht. Hier ist er. Nee, doch nicht. Sah so aus. Sah so aus, ne? Das ist die Lampe, aber es ist egal. Nummernschild. Locker, Kennzeichen, wollte ich gerade sagen. Ist er locker das hier? Nee, ist er. Was? Wo ist er? Wo ist er? Ah, hier an der, am Fenster dran. Okay, okay, okay. 5147. Okay, dann rein geht's hier in den nächsten Raum. Und zwar Raum. Numero! Sind wir jetzt überhaupt? Welcher Raum? Raum Nummer 12 ist es, glaube ich. Ich glaube 12, ne? Hier sind sogar andere, die kommen nicht weiter. Wir können denen sogar jetzt helfen. Stimmt, warte mal, dann ist der Code. Der ist locker hier drin. Boah, ey, jetzt, wenn die hier schon nicht weiterkommen, dann muss der schwierig sein. Ich hätte gedacht, hier ein Nummernschild. Ich hab ihn. Ah, jetzt ist der Code nicht vierstellig, sondern fünfstellig. 46239. 46239. Wie bist du denn da reingekommen? Ich bin reingegangen. 4, 6, 2, 3, 9 und bam. Jetzt habe ich. Und guck mal, wir haben jetzt sehr geholfen. Gut. Jetzt hier, der ist Schrott, der Computer. Also hier ist der Raum ja klein. Also hier finde ich. Warte mal. Ich sehe ihn. Es ist. Warte mal. 4, 1, 6. Okay. Ein ganz kleines Schild da unten. Nur 6. Drei Zahlen? Werden das immer weniger gefühlt? Ja, ne? Nee, ich glaube, keine Ahnung. Immer weniger Zahlen und immer mehr Boxen, habe ich das Gefühl. Locker. Ich habe ihn direkt. Ja, sehr gut. 7023. 7023. Wo war der denn? Okay. Hier an der Box oder wo? Hier unter der Box, direkt vor mir, unter der großen. Ah, ach da, okay. Ey, was denn jetzt hier? Oh. Das kann man ja kaum noch übersehen hier. Wo soll der denn jetzt sein? Locker hier im Schrank drin, oder nicht? Ja, ja, safe da irgendwo im Schrank. Oder in einer dieser, hinter dieser einen Box. Kann ja gar nicht richtig hingucken. Hier. Aber der ist nicht im Schrank. Nicht. Okay, der ist schon nicht im Schrank. Hinter den Boxen sehe ich ihn gerade auch nicht. Warte mal, unter der Box wieder? Nee, auch nicht. Ich gucke. Vielleicht gucken wir auch gerade. Denk dran, es gibt auch. Oh mein Gott, ich hack die Finger hinter fest. Denk dran, es gibt auch Geheimräume, ne? Ja, ja, ich weiß, es gibt Geheimräume. Ich gehe die ganze Zeit. Nee, ich dachte. Oh mein Gott, ich dachte gerade, die Tür. Stell dir vor, die Tür war einfach offen, du könntest einfach durchgehen, dass es einfach so Attrappe ist. Aber es ist. Guck mal, es ist wieder nur ein dreistelliger Code. Ich meine jetzt 007. Ja, 078. Nee, falscher Code, schade. Okay, ja. Man hätte ja versucht. Also, dann muss der auf jeden Fall. Ich glaube, dann ist er bei etwas. Kleinem. Irgendeine hinter einer Box irgendwo. Hier. Ja. Da auch nicht. Aber das ist halt weiß auf weiß. Also, ich habe jetzt hier alles abgecheckt. Vielleicht denken wir auch falsch gerade oder sowas. Könnte auch sein, ne? Nee, könnte natürlich auch sein, dass wir falsch denken. Aber ich glaube. Ich hab ihn. Oh mein Gott, einfach hier hinter einer Box. Ja, voll offensichtlich eigentlich. Hä? Wie? Naja, stimmt. Was ist da? 4439. 4439. Ja, vier Zahlen. 4, 3, 9, okay, so, zack, okay, eingeben. Okay, Rainer, sehr gut, in den nächsten Raum. Wow. Let's go, was haben wir denn jetzt? Die haben sogar Einschusslöcher. Ja, die haben Einschusslöcher. Okay, okay, dann hier ist die Lochlocker hier oben drauf, oder nicht? Safe. Die muss da. Hä? Kann man durch die Wand gehen? Nö. Nee, man hat. Stell dir vor, die ist auf dem Dach drauf, sozusagen. Alter, das wäre auch. Das wäre auch cool, wenn das so wäre, ne? Das wäre richtig krass. So, ich guck grad mal, also hier ist nichts. Hier ist ein Knopf. Wie? Hier in der Ecke. Als ob dein Knopf ist. Ich drück drauf. Hab drauf gedrückt. Und jetzt? Ja. Wollt ihr was passiert sein, oder? Da ist das aufgegangen. Hier ist der Code. Stimmt. 6593. Oh mein Gott. Was? Und ist auch nur ganz kurz auf. Lol. Stimmt. Okay, wir können durchgehen in den nächsten Raum. Oh, was ist denn? Ja, sehr schön. Oh, hier ist so neblig. Oh mein Gott, es ist dunkel. Hier ist es neblig. Ich glaube, das brennt gleich oder so. Ich glaube, das brennt hier gleich ab. Hier ist eine Tür. Wir müssen den schnell finden, den Code. Hier geht's da oben. Ich weiß. Hier ist auch eine Leiter. Hä? Hier? Die Leiter soll doch safe irgendwas machen. Hier bei mir in der Ecke ist eine Leiter. Guck mal, das sollst du doch safe irgendwo hingehen. Ich gucke auf jeden Fall gerade. Warte mal. Da die Geheimtür. Warte mal, da ist so eine. Ich sehe die Geheimtür da. Von außen. Ja, ja. Ich sehe die. Aber wo sollen wir denn damit hingehen? Nee, ich glaube nicht, dass man. Warte mal! Da ist so ein Strom. Das Stromnetz ist kaputt über uns. Die Lampe ist runtergekommen. Siehst du das? Stimmt.
Und da, warte mal, ich hab den Code, der ist hier an der Seite. 5977. Was ist das für ein krasser Raum hier? Wo hast du den gesehen? Da hier an der Seite, oder was? Ja, oben an der Seite, da. Ach, oben. Da, ganz klein. Ja, ja. So, auch relativ, das war eigentlich relativ einfach. Oh, was sind wir denn das jetzt? Eine Fabrikhalle. Wow, okay, die Fabrikhalle sieht echt richtig krass aus. Notfallstopp, drück mal drauf. Okay, hab ich gemacht. Und jetzt? Ist nichts passiert, oder? Ist irgendwas aufgegangen? Nee, nicht, dass ich gerade wüsste. Ich glaube, man kann hier durch das aufmachen. Drück nochmal drauf, drück nochmal drauf. Passiert nichts. Ich glaube, es ist irgendwas aufgegangen oder sowas. Es muss was aufgegangen sein. Hier, ja, ich habe den Code direkt. Alter, du findest ja gar nichts. Ja, wieso? Wo soll der? Ach, da 5191. Ja, dann war ja das voller Trappe da, dieser Dings. Der ja, Klopfer, ja, 5191. Ne? Ja, ja. Hier, ich bin der Codefinder-Rahmen. Also ich wirklich, sagen. Ja, der Codefinder Code bist du. Bin ich. Ja, den ja. Code findest du. Nee, nee. Okay, doch. Ja, du meinst, oh nee, doch, ich sag das aus, das ist der Code, schade. Ja. Du wirst ihn ja nicht als erstes finden, jetzt finde ich den mal, warte mal, hier. Ach, wenn du das sagst, ja, ich finde den safe zum ersten Mal. Aha. Hier ist keiner. Ich hab ihn, 3796, einfach dahinter versteckt. 3796, okay, nicht schlecht, dann machen wir auch hier das Ding. Eingeben. Lass mich rein. Wo sind wir jetzt? Alter, das wird immer größer, ich hab's Gefühl, wie kommen wir da nicht raus, Alter, weil jetzt ist so ein Lagerhalle. Hab ich auch. Ich glaube, es gibt 30 Stages oder so. Wie Stages sind wir denn eigentlich? Ich hab ihn. Sag mal an, da. 2108. 2108. Eingabe. Ja, okay, das war, ist korrekt einfach, auch. War einfach oben. Oh, das ist es für dich jetzt. Was? Melle, willkommen bald. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende. Wir sind rausgekommen. Juhu, let's go. Freunde, ich würde sagen, das war's für das Video gewesen sein. Wir haben es geschafft, rauszukommen. Wenn es euch gefällt, dann lasst mir ein Like und ich mache jeden Tag Roblox-Videos. Deswegen haut auf den Abo-Button und checkt eins von den anderen Videos aus. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.